Vom fünften Punkt ab Minute 8:20. Hey, Thomas DeLatte is lacking unconscious. You don't need to get, okay? Just hormones are a thin air and put it in your body. Anyhow, just something to consider. Warte mal, machen wir ein bisschen langsamer. Wenn man sich das ganze Katzen- und Hundefutter mal im Supermarkt anschaut, ist doch Müll drinne. Ja, aber sei doch froh, dass der Müll, in Anführungsstrichen, den die Menschen vielleicht nicht essen wollen, dann an die Tiere verfüttert wird. Bei Keto ändert sich da was mit Kreatin, reicht doch Kreatin aus dem Fleisch? Ja, eigentlich schon. Richtig. Achso, er sagt, dass er weg muss wegen der Studie. Das können wir uns auch mal angucken gleich. Now the big one, the one that you've been waiting for. Are you doing your cheat meals incorrectly? You see, it comes down to leptin, right? We want to have leptin levels elevated because leptin communicates with the brain to tell the brain that there's plenty of fuel on hand. And when we diet for a long extended period of time, leptin levels get lower and the brain starts to kind of say, uh-oh, okay, well, this person's low on food, so let's go ahead and slow down the metabolism. Well, people often think that having one big cheat meal is going to elevate their metabolism. It's not the case, unfortunately. Here's how it works. The journal Metabolism actually published a study that found that just a single cheat meal only elevates your metabolism 3-10% for about 24 hours. So yeah, that's a quick fix for a finite amount of time, but it doesn't actually solve the problem and restore your metabolism. Das stimmt natürlich, wenn ihr nur so ein Cheat Meal macht. Deshalb rate ich euch ja auch, wenn ihr ketogen quasi mal cheaten wollt am Wochenende mit Freunden auf Geburtstag oder so, solltet ihr eben nur ein Cheat Meal machen, weil der Körper diese ganze Menge jetzt gar nicht auf einmal aufnehmen kann. Die ganzen Transporter sind gar nicht vorbereitet, weil sie schon lange keine Kohlenhydrate mehr gesehen haben. Und dann geht das Zeug eben hauptsächlich einfach nur so durch. Der Körper kommt mit der Menge gar nicht mehr nach. Und deshalb wird es wahrscheinlich auch so sein, wie er hier sagt, dass eben ein Cheat Meal, wenn ihr dann mal eine Pizza esst, dass das eben keine großartige Auswirkung auf euren Körper hat und auch euren Metabolismus dann eben nicht in irgendeiner Weise noch boosten wird oder so. Hab mal wieder ganzes Wochenende ein Cheat Meal gemacht. Das zählt natürlich nicht. Also es zählt natürlich nicht, wenn du morgens zum Frühstück ein Cheat Meal machst, wenn du dann mittags ein Cheat Meal machst und wenn du abends ein Cheat Meal machst. Das ist nicht das, was ich mit Cheat Meal meine. Ich hoffe, das versteht nicht wirklich jemand so. Ich mag aber mein Trier, Daniel. Ist ja, Trier ist mit Sicherheit gut. Sind vollfette Milchprodukte eher entzündungsfördernd oder hemmend? Ich würde, ob sie jetzt hemmend sind, keine Ahnung, aber sie sind auch nicht entzündungsfördernd. Er empfiehlt das Gegenteil. You need to have longer. Ja, ja, um den Metabolismus zu boosten. Also er sagt ja, dass ein Cheat Meal den Metabolismus nicht boostet. Und dann würde er wahrscheinlich empfehlen zu sagen, okay, du sollst einen Cheat Day machen. Voll falsch am Lesen, was habe ich falsch gelesen? Periods of calorie surplus or at least increase. Now I'm not saying you go on a, you know, 1 or 2 week binge. No, but you elevate your calories a little bit. In fact, there's a famous study called the Matador study, which took a look at individuals that restricted calories progressively over the course of a few weeks. And those that increased their calories and then decreased their calories. Increased their calories and decreased their calories. So that at the end of the time period, both groups ate the same amount of calories, but the group that surged their calories up and down for 2 week intervals actually lost more weight and had better body composition results and better overall health results. Ja, ist klar, weil die immer noch nicht so viel auf einmal aufnehmen können. Wenn du dir dann 5000 Kalorien auf einmal reinstopfst, dann werden diese 5000 Kalorien auch nicht so ankommen. Von daher haben sie aber nicht im Körper am Ende die gleichen Kalorien. Das ist ja genau das, was auch bei den veganen Studien und so weiter nicht berücksichtigt wird. Dass die Kalorien, die im Körper ankommen, eben nicht die Kalorien sind, die oben reinkommen. Das ist ja wie Intervalltraining. Ja. So what I would recommend that you do is you have. Warte mal. Better overall health results. Body composition results and better overall health results. Der ist fit. So what I would recommend. Ich verstehe nur nicht, wie die CO2 gemessen haben.
Der Körper kann seinen Grundumsatz nicht stabil unten halten, deswegen unregelmäßige Kilokalorien. Herr von Start von dir! Danke für dein Abo! Sun6 3 abonniert den kleinen Lurch. 3. 3. Wer kennt's nicht? Danke für den zweiten Monat mit Twitch Prime. Ist kostenlos. Der dritte Monat ist der wichtigste. Habe ich mal gehört. Hatte gestern ein kleinen Fressflash und 200 Gramm Mandeln, Walnuss, Pekannuss gefuttert. Ja, das ist ja okay. Ne, solange du eben dann nicht anfängst, 10 Bananen zu fressen. Heißt das nicht kleiner 3? Ich weiß nicht. I mean that you do is you have longer periods of time where you just elevate your calories. Just a hypothetical example. If you've restricted your calories down to, let's just say 1500 calories per day on average, well, having one 3000 calorie day isn't going to help you all that much. Might help you for a day. But what is going to help you is taking a week or two and going up to 1800 or going up to 2000 calories. Are you going to gain some fat? There is a possibility that you'll gain some fat during that period of time. But then when you reverse it and you go back to lower calories, I think you're going to be very, very happy with the results. Für den Gewichtsverlust, was er jetzt erreichen möchte, ist das eigentlich Quatsch. Aber ihr solltet, wenn ihr mal irgendwie auch jetzt irgendwie so nach 2 Wochen Diät oder so, wenn ihr merkt, so jetzt kommt ihr vom Kopf nicht mehr weiter, ihr, keine Ahnung, fühlt euch total schlapp oder so, ihr könnt im Training, ihr kommt nicht mehr weiter oder so, dann könnt ihr natürlich auch mal 2-3 Tage sagen, okay, ich hau die Kalorien mal wieder hoch. Ihr müsst aber jetzt nicht einen Cheat Day machen mit High Carb, sondern ihr esst eben so hier wie Sören einfach mal irgendwie 200 Gramm Mandeln, mehr Käse, schlagt euch ruhig mal den Bauch damit voll, auch ein Kilo Putenbrust oder was auch immer, ja, ruhig ein bisschen mehr Kohlenhydrate, ja auch kein Problem. Einfach mal so 2-3 Tage so eine kleine Auszeit nehmen und dann wieder weitermachen. Ja, dass Thomas ab und zu Müll labert, das haben wir auch schon, habe ich ja auch schon in Videos gezeigt. Das mit den Trockenfasten zum Beispiel, das war ja totaler Müll. Von daher. Nüsse sind natürlich nicht böse, das ist natürlich richtig. Aber Nüsse enthalten trotzdem Kalorien, die man mit berücksichtigen muss, ne? Das heißt, wenn du dann auch Nussmus oder so mit drin hast, dann ist die ganze Sache natürlich auch kalorienreich. Das muss man, eigentlich auch so sagen. Also Thomas übertreibt auch teilweise sehr bei seinen Aussagen, weil er natürlich auch Produkte verkauft. Ja, dann ist natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, Vitamin C super toll oder so. Und ja. Was haben wir denn sonst noch auf YouTube? Was wird mir denn vorgeschlagen hier? Mit meinem Kinderwagen. Ich hätte gerne einen Kinderwagen, den ich... Ich möchte mir nächste Woche einen Kinderwagen kaufen. Vielleicht kaufe ich diesen Wagen für Kinder auf Amazon oder vielleicht bei eBay. So ein Kinderwagen für die Kinder, die ich erwarte, wäre ja eine super Sache. Guck mal, hier genauso, ne? Die 2000 Kalorien. Dwayne. Die 2000 Kalorien, die du hier, 20.000 Kalorien, die du hier halt isst, die wirst du nicht so aufnehmen. Hatten wir auch schon mal öfters. Was sagst du dazu, dass Süßstoffe Insulin triggern und dass die Ketose stört? Das sind dann aber nur relativ wenig Süßstoffe wie Maltit oder so. Ich glaube aber nicht, oder wäre mir nicht bekannt, dass andere Süßstoffe wie Zucker, Xylit oder so jetzt großartige Auswirkungen auf die Ketose hätten. Ich bin seit einigen Monaten Low Carb, Ketogen, immer im Wechsel, je nachdem, was ich so Bock habe zu essen. Ja, das kann man ja so machen, ne? Und bekomme auch keine Ketogrippe. Ja, wenn du so ein bisschen die Balance hältst, quasi zwischen Low Carb und Ketogen, ne? Wenn du da immer so ein bisschen, du hast mal 100 Gramm Carbs drin. Das hatte ich ja die letzten, jetzt nach Corona und so, hatte ich ja auch keine großartige Lust. Aber dann habe ich auch erst angefangen wieder mit so einer Mischung, ne? Low Carb, Ketogen, dann mal wieder ein paar Tage Ketogen, dann ein bisschen Low Carb wieder. Wobei ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit Ketogen war, mit dem ganzen Sport dabei. Aber trotzdem, Kohlenhydrate mal ein bisschen höher geschraubt. Dann aber auch mal wieder 2-3 Tage eben die Kohlenhydrate bei Null gehabt und so. Es funktioniert natürlich auch. Stimmt das, dass Omega-6 nur ein Problem in Kombination mit Carbs? Ja, das habe ich ja schon mal gesagt, genau.
wenn Omega-6 in Verbindung mit Insulinausschüttung quasi vorhanden ist, dann wird es eben auch zu Arachidonsäure umgewandelt. Kann auch mal ein paar Tage High Carb ohne Probleme machen. Wenn ich High Carb esse, schwitze ich aber stark. Das ist der Stress natürlich. Can we all just give The Rock a round of applause down below? Like everybody, he's got great taste buds. I mean Sushi, Apple Pie, Pancakes, Cookies, Cheesecake. So normales Studentenessen von mir damals. Das war Bacon Burgers, Fries, Salt and Straw Ice Cream, which I've never had before. I'm super excited to try it. Das war eigentlich so ein Frühstück damals zu meiner Studentenzeit. Bitte leiser. Yeah, this is a legendary one, alright everybody? Now I do need to remind you all, for this challenge I decided to pick 6 of The Rock's unhealthiest cheat meals that he's posted. That being said, Electric Empire, for this challenge I'm going to give my... Wow, this is... I'm just... this is really... Ist schon eine Menge. Ich glaube, nach einem Teller mit solchen Keksen wäre ich schon ziemlich satt. This is a lot of food. I'm gonna give myself an hour and 15 minutes to take all this down. It's Das ist aber tatsächlich schon gonna be an insane. Aber zumindest vegane Mandelmilch dabei. Das ist wichtig. When everyone, well, I did a little training for this. Hopefully I'll be able to get all this down. Eine 10.000 Kalorien Burn Challenge. Warten wir mal die nächste Woche ab, Slow Keto Jogger. It's been a while since I've crossed over that 20,000 calorie mark in one sitting. If you guys think I can take all this down in an hour and 15 minutes, comment down below, Electric. That being said, Electric Empire, it's time to get this challenge officially started. But before I do though, I gotta let you guys know the total calories that are in this challenge. Keine Ahnung, ich sag, das schafft er nicht. Those are gonna be listed like right there for you guys. In total macros, that means protein, carbs, fat. Those are gonna be listed like right there for you guys. Without further ado, this is the I Ate The Rock's Unhealthiest Cheat Meals Cheat Meal Challenge. Let's do this. Wow. Ich überlege gerade, es ist wahrscheinlich besser wirklich, wenn du mit dem flüssigen Zeug anfängst, weil es dann eher schneller durchgeht und dann vielleicht nicht so sättigt oder so. Könnte ich mir vorstellen. Und dann erstmal schön den Milchzucker rein, damit der Darm auch in Bewegung kommt, ne? Wenn du laktoseintolerant bist. Ballaststoffe hat er abgedeckt. Oh, wahrscheinlich, hier durch den Reis. That binds down. It's ice cream. Ich meine, so 2 Packungen Eis in 3-4 Minuten zu essen, ist schon auch eine Leistung. Absolutely amazing. Ooh. Bei Lidl gibt's Donnerstag Protein-Toast von Golden Toast. Ich glaube, ist neu. Ich vertraue diesen Supermärkten sowieso nicht. Das kannst du vergessen. Das wird nicht da sein. Das wird nicht da sein. Die verarschen uns. Das sieht schon scheiße aus. Mit 25% Protein und 50% weniger Kohlenhydraten. Weizen, Soja, Eiweiß, Weizenmehl, Rapsöl, Roggenmehl, Molkenprotein, Leinmehl, Zucker, Hefe. Ist Quatsch. Würde ich definitiv nicht kaufen. Also da holt euch lieber ein Vollkorntoast oder ein Eiweißbrot und holt euch lieber ein Eiweißbrot als sowas hier. Also das lasst ihr lieber schön liegen. Würde ich mir nicht holen. Ist Quatsch. Das ist nur Geldmacherei. That looks phenomenal. Bruh. All right, guys. Well. Würdest du folgende Ernährung noch als Low Carb bezeichnen? Eine Ja-Pizza, 30 Gramm Schokolade, eine Dose Thunfisch, 150 Gramm Gouda, 300 Gramm Chicken Wings. Low Carb ist das mit Sicherheit. Da bist du wahrscheinlich erst maximal so bei 100 Gramm Kohlenhydraten. Genau, Lidl hat, glaube ich, nächste Woche einen Dürrautomaten, ne? Leute, das ist ein Tipp. Lidl hat, habe ich gesehen, in der Werbung, stand vom, hier, nächste Woche, ab Montag. Wenn ihr einen Dürrautomaten sucht,
Da habt ihr einen morgen. Hier, 30 Euro. Da könnt ihr euch damit ausprobieren. Und wenn ihr, wenn ihr dann sagt, ihr wollt einen noch besseren Dürrautomaten, dann könnt ihr euch einen großen kaufen. -70 Grad, das ist in Ordnung für bis zu 48 Stunden Dauerbetrieb. Ja, könnt ihr auch Fleisch mitmachen. Ich weiß nicht, was ihr dürren sollt. Fleisch natürlich. Also, guter Tipp, ne? Hab mal 1 Kilogramm Schnitzel gegessen. Beilage Pommes war hart, aber ging. Nur die Cola hinterher war mir dann zu Verhängnis geworden. Was sollen wir dürren? Ja, Bananen kannst du auch dürren. So far it's going absolutely amazing. Hab noch eine über. Next we just gotta get into this right here. This is our brioche French toast. Just take a gander at that, everybody. That is a getrocknete Wassermelone habe ich auch irgendwo gestern gesehen im Laden. Kannst ja alles kaufen. So, ich glaube, so gedörrte, getrocknete Wassermelone ist, glaube ich, so das energieineffizienteste, was du überhaupt so machen kannst. A magnificent creation. And this is gonna be my first time. Hatte den Lidl-Dörrautomaten vermisst, habe ich verschenkt. Den hier? Oder was? Den es jetzt hier gibt? Und warum war der Mist? Einen wunderschönen guten Abend, Leon. Trying brioche toast. I'm very excited for this. You guys know we could not eat French toast without pouring some syrup on it. Actually a lot of syrup. Alleine wenn man sich vorstellt, dass ein so ein Kuchen dann in deinem Magen drin ist, das muss doch voll sein. Why did I just do that? I meant to say boom. Sorry, it's just the... I think next, everybody, it's time to get to our pizzas, because... I'm ready. Maybe one day I'll find out. 30 Minuten schon so viel weg zu haben, das ist schon, Alright, everybody, well, 35 minutes and 33 seconds into this challenge, and we have half this pizza left and our other pizza. Oh my goodness. Really, really, really likes brownies. Vor allem so ein trockener Kuchen oder so, den muss er auch erstmal runterkriegen. Das vermischt sich ja auch im Magen alles mit der Magensäure und der Flüssigkeit und so weiter und das macht dich einfach nur trocken. Wozu macht er das? Das ist doch kein Genuss mehr. Das macht er, weil er damit eben eine 500.000 Aufrufe hat. Wie lange hält sich Dörrfleisch? Das weiß ich gar nicht genau. Kommt immer drauf an, wenn du das trocken auch lagerst, dann hält sich das wahrscheinlich länger. Kann man einen Herzinfarkt dadurch bekommen? Ja, und das ist, glaube ich, möglich. Brownies are done. 47 minutes and 12 seconds. Hab mal 18 Eier in 3 Tagen gegessen. Also der einzige Vorteil bei so einer Challenge ist ja einfach, dass du so viele unterschiedliche Produkte hast. Wenn du jetzt sagst, ich will 20.000 Kalorien nur aus diesen Keksen essen, dann hast du wahrscheinlich irgendwie nach einem Kilo Kekse die Fresse voll. Wenn du aber dann hast du mal wieder Pommes, weißt du, dann hast du was Süßes, hast du was Herzhaftes, dann kommt eine Pizza. Ich glaube, das ist noch eher machbar. Also, ist wahrscheinlich für keinen von uns machbar, aber es ist halt eher machbar, als wenn du von einer Sorte so viel isst. Cheeseburgers, bacon burgers next. Now I get to the point, ladies and gentlemen, where, you know, I don't really know what's going on and what world I'm in, and I'm actually at that point right now. Oh, goodness, we have bacon here from Wendy's. Das sieht natürlich gut aus mit Bacon auch noch da drauf. Das ist perfekt.
Don't judge me, but desperate times call. Desperate measures. These cookies didn't exist right now. But... Du kannst ja auch kaum noch reden, weil der ganze Magen und Darm, der braucht jetzt so viel Energie gerade, um das irgendwie alles zu verarbeiten quasi. Und es drückt ja auch alles dann auf die Blutgefäße und so weiter, dass du dann, du bist einfach, der ist ja jetzt schon im Koma. We gotta do what we gotta do. I'm gonna keep pushing. My goodness. Love you guys really much. Sometimes I. Hat er da einfach diese Ranch Soße drauf gemacht? Really, really struggle with these challenges. That's the thing that really sucks sometimes. Oh my goodness. 1 hour, 9 minutes, 2 seconds. We have completed. Jetzt überleg mal, wie viele Stunden es ihm danach wahrscheinlich noch so richtig scheiße geht. Der wird jetzt, keine Ahnung, entweder der geht wirklich kotzen. Oder der zieht sich erstmal einen Liter Rizinusöl rein und hofft, dass alles in 3-4 Stunden vorbei ist. Kann der Magen platzen? Das weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so passiert. Hier erklärt er, wie er es macht. Auf jeden Fall hat er es geschafft und ist ziemlich fertig. Achso, das ist das gleiche Video. I can finish off the rest of this ride. I got however many miles left. I don't know right now, but I'm gonna keep. Ja, ich würde auch sagen, dass man sich vorher übergibt, ja. And then we can get to the meat and potatoes of this video. You mean epic, epic food comas, but there's only really been one time where I've learned, well, I'm gonna say it, learned my lesson after pushing my limits too far, which was the 100,000 calorie challenge. If you guys watched that video and you saw up until that point, I was not doing so well. After that, I definitely learned how much is too much, and I learned how to go about things after that experience. I do a lot to make sure that you guys understand that these aren't things that you should be attempting at home, because the last thing that I want is for any of you to try any of these things at home. And ich habe heute 5 Bananen gegessen. Ich habe das schon zu Hause versucht. 5 Bananen, das ist warte mal, ich muss das sowieso noch mal hier in meine Tabelle eintragen. So, Banane. Eine Banane wiegt so 150 Gramm, denke ich mal. Da würde ich einfach mal sagen, warum sollte man das ausprobieren? Ich habe keine Ahnung. Boah, heute bin ich auch an die 200 Gramm Carbs rangekommen. Also ich merke gerade schon, mir wird auch schon warm gerade. Das muss man auch sagen. To get hurt. Now that I've talked about that, I'm going to switch gears and I'm going to keep this video specifically focused on the big question on everyone's minds. How did I gain 30 pounds in 1 day? To answer this question, let's start with some facts. An average person's weight can actually fluctuate between 4 to 12 pounds on any given day. Now, naja, wenn man einigen Veganern glaubt, dann haben ja so einige Fleischfresser noch 20 Kilo Gedärmereste in ihrem Darm von dem ganzen Tierkonsum. Ever weighed yourself after a day of eating? And have you seen the scale? Nein, in der Ketose bin ich jetzt mit den ganzen Bananen mit Sicherheit nicht mehr. And go, huh? And then the next day weigh in and see the scale drop significantly. That's because 60% of the human body is made up of water. Your brain, your lungs, your skin, your muscles, your kidneys are all made up of water so that you can survive. Now your body is constantly absorbing and 5 Kilo Nutella ist, macht sowas niemals nach, ohne Witz. Ihr habt nur Probleme danach. Excreting water through things like sweating and, well, I'm just gonna say it, pooping, which can lead to some serious weight fluctuations. Now, people in sports like MMA, powerlifting, wrestling, have to learn how to master these fluctuations in order to cut weight for their competitions to be able to perform at their best. Now, I first learned about this a few months ago while gearing up for my first powerlifting meet. I did a lot of research online about weight manipulation and found some pretty
Ich wollte übrigens heute auch einen Kreuzheben-Versuch machen. Ich war im Fitnessstudio und bin nach 10 Minuten wieder gegangen, weil es einfach so voll war heute Mittag im Fitnessstudio. Man darf am Samstag und Sonntag nicht zwischen 11 oder 10 und 15 Uhr ins Fitnessstudio. Danach ist alles in Ordnung. Geht das so schnell? Ja. Du kannst ohne Probleme, kannst du auch mal 5, 6 Kilo mehr oder weniger wiegen innerhalb von einer Woche. Crazy methods, but in a nutshell, I learned that dropping weight in a short amount of time can actually lead to some. Wie viele Kilometer musst du pro Banane laufen, damit die Energie verbrannt wird? Ich denke mal, wenn ich jetzt wirklich so 1-2 Kilometer volle Pulle laufen würde, dann wäre eine Banane locker weg. Pretty serious consequences. So also when I sat down to think about creating these weight gain videos, I definitely wanted to be safe about how I did this. Oh, er ist schwanger und ich glaube, ein Kinderwagen wäre jetzt für diese Schwangerschaft wunderbar, wenn ich doch nur einen Kinderwagen kaufen könnte. In videos, I definitely wanted to be safe about how I did things. Now let's talk about the night before and the day of the 30 pounds in one day video. The night before my 30 pounds in one day video, I kept a pretty low fiber diet, which is contrary to how I usually eat. I usually take in about 60 to 70 grams of fiber, sometimes even 80 grams. Sind Bananen also doch super vor Wettkämpfen? Nein, definitiv nicht, weil dann haust du dich ja wieder auf die aus der Fettverbrennung raus. Das will man ja nicht. It's a fiber on a daily basis through lots of vegetables and lots of fruit. Now I kept my sodium intake as low as humanly possible to make sure that I had held or retained as little water as possible for the weigh-in the following day. Now if you guys want to know more about how I actually eat on a daily basis outside of my challenges, give this video a like, because if this video gets, let's just say 25,000 likes, I'll do a full day of eating with Eric the Electric. How about that? So 25,000 likes, do it. Anyways, I kept a low fiber diet the day before for a multitude of reasons. Soluble fiber binds with water and tends to stay in the GI tract longer, which would affect the weigh-in the following morning. Now, the reason why I choose a low fiber diet really is for performance reasons. Since I do my bike rides in the mornings of my big challenge days, I definitely don't want to feel bloated or bogged down. Er sagt's auch, Ballaststoffe rausnehmen, dann fühlt ihr euch auch nicht so voll, ihr habt nicht so viel Wasser drin. Das ist nämlich auch das, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Wenn ihr euch viele Ballaststoffe reinhaut, dann kann es auch sein, dass ihr mal am nächsten Tag oder so einfach mal 1-2 Kilo mehr wiegt. Da müsst ihr mal gucken, was ihr gegessen habt. Wenn ihr dann irgendwie auch ein Eiweißbrot gegessen habt oder so, kann es sein, dass das Wasser zieht. Genauso wie Salz. Habt ihr am Tag davor sehr viel Salz beispielsweise gegessen, Ballaststoffe mit dabei, dann wiegt ihr auf einmal so ein paar Kilo mehr. Wie macht ihr das da mit dem Fett bezüglich Ketose, wenn man weniger isst? Wie soll man denn dann an so viel Fett kommen? Oder hat das Problem keiner von euch? Die Sache ist ja, dass man so wenig gar nicht essen sollte. Und man muss natürlich dann auch Produkte wählen, die jetzt auch nicht low-fat sind. Also sowas wie Eier oder so. Ich kann ja mal, hier gucken. So, nehmen wir mal an, wir haben jetzt so einen niedrig-kalorischen Tag. Ich fange jetzt wirklich an zu schwitzen gerade so ein bisschen. Sagen wir mal so 3 Eier. Dann würde man irgendwie noch Putenbrust oder so mit dabei nehmen. Da ist ja auch kein Fett mit dabei. So, 300 Gramm Putenbrust. Dann hat man schon mal das Protein. Dann würde man vielleicht noch irgendwie so einen griechischen Joghurt. Da würde ich natürlich dann die fettige Variante nehmen, nicht die so ein Becher griechischen Joghurt. So, und jetzt sieht man natürlich, okay, ich komme an meine 1000 Kalorien dran oder so. Fett ist noch ein bisschen niedrig und da muss man natürlich ein bisschen gucken, dass man sich jetzt überlegt, vielleicht eine Avocado oder sowas noch mit reinnehmen oder ein paar Nüsse oder sowas wäre natürlich eine Idee, ne? Mandeln. Mandelmus, Mandeln oder sowas. Oder Macadamia wären eine Möglichkeit, die man noch mit reinnehmen könnte. Aber nehmen wir jetzt mal ein paar Mandeln. So, dann
sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Und vielleicht ein bisschen Käse, damit man eben auch ein bisschen Kalzium hat. So. 50 Gramm oder so. Dann machen wir hier weniger. So, dann hat man zumindest schon mal, ne, das wäre jetzt eine Sache, wo man sagt, okay, ich habe sehr, sehr wenig Kalorien, aber ich habe trotzdem irgendwie so eine Mischung, wo auch noch ein bisschen Fett mit drin ist. Eben aus dem Käse, den Mandeln, griechischen Joghurt, Vollfett nehmen und Putenbrust ist dann eben das einzige magere Fleisch und die Eier dabei. Sagt der Puls, ja, kannst du sowieso, wenn ich die ganze Zeit rede, er ist bei 75. Was kann man am besten vor Wettkämpfen essen? Direkt vor dem Wettkampf würde ich gar nichts essen und morgens einfach ein paar Eier. Wenn ich mit Carbs übertrieben habe, merke ich es sofort am Blutdruck. Es geht mir dann auch nicht sonderlich gut mit Carbs. Genau. Wenn du so viel in der Regel nicht schaffst, dann muss man eben, dann nimmt man die fettarmen Sachen eben raus hier quasi und muss dann eben gucken, dann nimmt man anstatt das, nimmt man dann eben zum Beispiel, würde ich jetzt Rindfleisch nehmen, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Fett dran ist, ja, also etwas fettigeres Rindfleisch, oder ich brate das mit Schmalz an, das heißt, ich nehme mageres Rindfleisch, oder was heißt mageres, ganz normales Hackfleisch, gemischtes Hackfleisch hat so 19% Fett. Das heißt hier, ich würde 20% nehmen. Ein bisschen weniger hast du gesagt, sagen wir 200 Gramm. Und dann nimmst du aber noch irgendwie Schmalz oder so zum Anbraten. Aber guck mal, jetzt hast du selbst durch das Hackfleisch hast du ja schon wieder ein bisschen mehr. Und so ein bisschen Mandeln und ein bisschen Käse ist gar nicht viel. Und dann machst du noch 10 Gramm Schmalz oder so dabei. Also so könnte man vielleicht nur zwei Eier, das würde schon reichen, wenn man dann eben die fettigeren Varianten nimmt. Ja, da muss man sich quasi angucken, was du gegessen hast. Und da muss man eben gucken, was kann man austauschen. Warum keine Weidebutter zum Braten? Weil Butter so hoch erhitzt eben irgendwann schwarz wird. Oder hau dir Butter drauf, genau, Butter draufhauen. Butter, Schmalz, Kokosöl. Alles auch möglich. So. On the bike. I did also take in some carbohydrates the night before, but made sure they were easily digestible. I definitely need energy to be able to get through the workout, the training session the day after. So the carbohydrates are very, very important. Now, the key to making sure that my weight was as low as possible for the challenge was mainly, just gonna say it, was... Ja, Butterschmalz ist ja was anderes als Butter, ne? Due to water manipulation. Taking into account that I rode my bike for about 3 hours that day, I had already... Also schreib ruhig mal auf, was du isst, ganz genau, und dann kann man gucken, sind da irgendwelche so Sachen wie Putenbrust beispielsweise, würde ich dann austauschen gegen anderes. Excreted a lot of water through activity alone. The other part that you didn't see happened a few moments before the first meal actually began. Now, I mentioned earlier that while gearing up for my powerlifting meet, I'd done some research on how MMA fighters and power... Ansonsten kannst du zum Beispiel auch, wenn du die Kalorien dann reinkriegen willst, kann man auch sowas wie Milch mit reinnehmen, so einen halben Liter Milch oder so. Ja, da hast du dann eben auch noch in der Vollmilch dann eben die guten Fette und so weiter drin. Du hast immer noch Kalorien, auch wenn da ein paar Kohlenhydrate drin sind. Vergesst die Kohlenhydrate aus der Milch in dem Fall. Du hast Protein, du hast Fett mit drin, also so einen halben Liter Milch oder so oder ein Liter Milch sollte ja eigentlich auch dann ohne Probleme gehen. Lifters cut weight before competitions. So I found some articles which are 100% available online for anyone to read, and I found some methods from people that have worked for them, and one in particular involved sitting in a very hot bath for a few minutes and essentially treating it like a sauna. Alrighty folks, so it is 11:39, June 5th, now 11:40. I'm already fairly depleted after that long ride, but this is the final step in the depletion process. It's never really a pretty... Hast du einen Tipp gegen Unterzuckerung und Schwindelgefühl bei Koffeinkonsum? Keto und Koffein passen wohl nicht so gut zusammen. Ja, weil du ja
Du aktivierst ja deinen Körper, deinen Sympathikus dadurch. Dadurch hast du eben wieder Glukoseabbau und so weiter und so fort. Dann kannst du nur eins tun. Entweder du lässt das Koffein weg oder du haust dir so eine halbe Banane rein. One, but you gotta do what you gotta do. Now, I did this for about 15 to 20 minutes before the weigh-in, and that, along with drinking a good amount of water, and along with a 3-hour ride that morning, led to an extremely low weight on the scale. Now, you guys saw that. Hast du einen Tipp gegen einen dicken Bauch? Abnehmen? 161 pound number on the scale, and that was the lowest my weight has been in a long, long time. In fact, it's the lowest it's been in probably about 5 years. And my point here is that water. Also was er jetzt macht, könnte ich ja nächstes Wochenende mal ausprobieren. Mal zu gucken, wie viel Kilo kriege ich raus aus meinem Körper, wenn ich jetzt quasi wirklich auf die Bühne gehen wollen würde. Mit der Sauna, die ich da hinten stehen habe, ohne viel zu trinken und so weiter und so fort. Wäre vielleicht auch mal eine coole Challenge. Manipulation really can get your weight down a lot, and it's not always the best thing. But once again, I can't stress enough how important it is to understand. Ellie, dann kannst du dir auch zwischendurch irgendwie einfach mal eine 80%ige Schokolade oder so reinhauen, wenn du auf die Kalorien nicht kommst. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Einfach hochprozentige Schokolade, Mandelmus wäre eine Idee. Käse kann man zwischendurch auch immer gut weghauen. Solche Sachen kannst du ruhig mit einbauen dann. Schokolade ist nie verkehrt. Hör auf, Kev. Kev ist unser Discord-Schokoladen-Experte. Der hat alle Schokoladen, die es gibt, wahrscheinlich schon durch. Wie viele Schokoladen hast du das mal aufgeschrieben? Wie viele Schokoladen hat Kev schon durchprobiert? Your body needs water to survive. Intentionally trying to deplete the body of as much water as possible can have some really bad consequences. And seit mehr als ungefähr 150 Sorten. It can be very, very fatal. However, once again, I know my limits and I know how much is too much. Now the question on everyone's minds, did I gain 30... Also ihr könnt euch ja ausrechnen, ihr verliert, ihr könnt so 2% Körper... Wasser verlieren, bevor eure Leistung runtergeht. Das heißt, ihr könnt quasi im Rechner, gebt ihr dann ein, ich wiege jetzt 64 Kilo minus 2%. So, das wären 1,28 Liter Wasser, die ich verlieren könnte. Und dann merke ich so richtig so, okay, jetzt geht meine Leistung mal so richtig runter. Aber selbst dann wäre ich gerade mal bei 62,7. Und so 6% oder so, da wird es dann schon richtig kritisch. Dann kriegst du auf jeden Fall schon mal so einen richtigen Hammer ins Gesicht. Ja, dann wäre ich bei 60 Kilo. Das heißt, ich müsste schon richtig krass runter mit dem Wasser. Und dann wäre ich wahrscheinlich, ausprobieren würde ich das mal. Pounds in one day. Yes. Did I really gain 30 pounds of fat in one day? No. There are 3,500 calories in 1 pound of fat. I ate 15,820 calories in the 30 pounds in one day video. Now, I had a lot of people asking me how much fat I gained after doing the challenge. Now, to understand this, we have to talk about something very, very, very important. Total daily energy expenditure. It's quite common for me to read comments from people wishing they had my metabolism. Kaffee mit Kokosfett, wenn's kannst du machen, dann hast du auch so einen Energy-Kick, ne? Es sind halt leere Kalorien, bringt dir so großartig nichts. But this really has very little to do with my metabolism and actually has more to do with my activity levels on a daily. Aber kannst du mal probieren, auch Ellie hier, morgens mal in den Kaffee so ein bisschen Kokosöl reinmachen. Das könnte auch so richtig Energie geben. Basis. Now as human beings, we lose weight and gain weight based on our energy intake and our energy expenditure on a day-to-day basis. Being an endurance athlete, powerlifter, I have a higher than average activity level, which means that my energy expenditure is higher than the average person's. Nicht nur das, auch deine Muskelmasse ist natürlich deutlich, was heißt deutlich, aber höher als bei einem, der keinen Sport macht. Und dadurch hast du natürlich auch entsprechend... ja, ein bisschen mehr Energieverbrauch, aber auch Hormone und so weiter. Dann nimm dir einfach einen Löffel Kokosöl so und den Kaffee extra. Einfach mal ausprobieren.
which therefore means that I require a higher amount of calories to maintain my weight. Conversely, if I was a sedentary person, if I sat at a desk all day and didn't move at all, my energy demands would be much, much lower, which would mean that I wouldn't require as many calories, which would also mean that I'd have a much smaller appetite. Now you're probably asking yourselves, Eric, why does this actually matter? Well, it matters because it answers the why I don't get fat from food challenges question that I get on a seemingly daily, actually hourly basis. An average food challenge for me varies between 10,000 and 15,000 calories. Now that being said, I'm active every day of the week as well, even on food challenge days and after food challenge days. Now the days after food challenge days are usually my active rest days. I usually go on a long walk or a hike or something like that, mainly because, again, I'm still digesting all that food. Now the day after the challenge, I usually see a huge spike in energy because my body is finally processing and is slowly finishing the digestion process of all the food and calories from the challenge. Und das ist der Grund, warum man eben auch vor dem Sport oder während des Sports jetzt keine feste Nahrung zu sich nehmen sollte, weil das natürlich alles Energie verbraucht und die Energie, die ihr für die Verdauung verbraucht, die habt ihr dann natürlich im Sport nicht zur Verfügung. Deshalb feste Nahrung bei Wettkämpfen oder so möglichst vermeiden. Was würdest du sagen, haben sich Blutzuckerauswirkungen der Ketose eingependelt, egal ob hoch oder runter? Achso, wann würdest du sagen? Das geht relativ schnell, würde ich sagen. Also ich würde schon sagen, dass du da nach 3-4 Tagen oder so, ich meine, wenn du keine Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann können ja auch keine Schwankungen entstehen. Ich esse vor dem Laufen immer Schokolade und damit tatsächlich null Probleme. Ja, da sind ja jetzt auch nicht die Ballaststoffe drin und ist ja flüssig dann mit der Körperwärme, ne? Now I've realized that this energy definitely varies based on challenges that have different amounts of carbs, fats and proteins. Now the reason I don't get fat, well, let's look at the week that I did the weight gain challenge. Friday, June 5th, I had a spike of about 15,820 calories, 15,860 calories, whatever the number is. However, that day I burned between 2,800 calories and 3,300 calories through exercise alone. Now factoring my... Ich glaube auch, dass du nach so einer Challenge mit 15,000 Kalorien, dass du da wahrscheinlich auch erstmal 2-3 Tage überhaupt gar keinen Hunger mehr hast. Exercise into my total daily energy expenditure, which includes all of the calories I burned that day, which is factoring in how many calories my body burned just through being alive alone. My body burned between 4,400 and 4,900 calories that day, which means that my net gain from the challenge wasn't actually 15,820 or 15,860 calories. It was actually around 11,160. Well, that's certainly a lot of calories. In fact, that's about 3.15, 3.18 pounds of fat, which is pretty crazy, but it's also important to know that it takes time to process the calories that are taken in, which is why the rest of the week is extremely important. Now, as I mentioned earlier, the days following the challenge, I am extremely active. Just like you guys saw. Also, wie er das rechnet, kannst du das ja sowieso nicht rechnen, weil von den, wie gesagt, von den 11.000 Kalorien oder was wird, vielleicht nimmt der Körper 2.000 auf oder so. Das ist so viel auf einmal, das schaffst du gar nicht. Earlier in the video, I rode my bike 125 miles, 2 days following the challenge. Now, just to put it into perspective. Mehr kannst du auch nicht machen. Versuch mal mit 15 Kilo mehr oder so dann laufen zu gehen. Dann hast du Gelenkknacksen des Todes. Also mehr als Fahrradfahren ist dann wahrscheinlich auch gar nicht drin. Fahrradfahren oder Schwimmen mit dem Gewicht auf einmal drauf, das ist, könnt ihr mal mit einer 10 Kilo Gewichtsweste laufen gehen. Perspective, that 125 mile ride burned an estimated 5,800 calories through, again, exercise alone. Which brought my total daily energy expenditure up to around 7,500 calories that day. Now, I'm not doing that type of activity every single day, but taking into consideration that I am doing fairly large amounts of activity each day for the days following each challenge, it makes fairly decent sense why I don't, well, blow up after my food challenges. Now to get a little bit more specific, the week of June 5th, I rode my bike about 400 miles in total. Now that's an average of 66 miles a day. Now this was the most miles I've ever ridden in a week, and I definitely, again, don't do this every week by any means, but I wanted to show you all how important energy expenditure is when it comes down to food challenges. To simplify things...
Kommt ja auch immer darauf an, wie oft er das macht. Isst du während Keto gerne Oliven? Oliven mag ich so. I make sure that I'm in an energy deficit the days following my challenges. Definitely enough to make sure that I can keep continuously putting out weekly videos for you all while staying healthy at the same time. The amount of a deficit I'm in depends on how many calories I ate during the challenge I did that week. Larger challenges generally mean that I increase my activity levels and that my deficit is a bit larger so that I don't put on large amounts of weight. Ist eigentlich schon witzig, ne? Überleg mal, andere Leute bauen ihren YouTube-Kanal darauf auf, dass sie den Sport als Arbeit haben. Also da ist der Sport ist der Mittelpunkt der Arbeit quasi. Deshalb machen sie Sport, weil sie den Leuten dann den Sport zeigen wollen oder sportlich eben irgendwie Wettkämpfe machen wollen. Und er braucht den Sport aber auch als Arbeit, aber aus einem anderen Grund, damit er die Ess-Challenges machen kann. Schon, interessant, wie unterschiedlich das dann sein kann. Wenn du mal in Griechenland bist und die echten Oliven probiert hast, wirst du deine Meinung ändern. Essentially, the goal is to break even with my weight the days following my food challenges to make sure that I can again continue to do them on a weekly basis. If I don't, I don't really stress about it all that much. I got a lot of questions about my weight, especially after last week's video. So I decided to make a really handy graph, that's even how you say it, a graph illustrating my weight gain and my gradual weight loss back to base. Ich will auch mal eine 10.000 Kilokalorien Schokoladen-Challenge machen und die am gleichen Tag auch wieder verbrauchen. Bin gespannt, ob das hinhaut. Da würde ich mir überlegen, sogar mitzumachen. Das wären zwei Tafeln Schokolade, 1000 Kalorien. Ja, 20 Stück, ja. Ist im Prinzip keine schlechte Challenge. Fine. The days following the challenge. So, as you can see, my weight spiked up to 191.9 pounds on the night I did the challenge. But I slowly saw my weight creep back down to baseline the days following the challenge. Now, this is another reason why people need to realize that one day of big eating isn't necessarily as catastrophic and crazy as we make it out to be in our minds. Even if you eat a large amount of food in one day, it's not always going to be a huge chunk of fat, like our minds want us to think that it is. Now, I'm not going to go on a huge tangent about this because I've talked about this in previous videos, but we've really become scale obsessed in our society, and we've become conditioned to freak out whenever we see that number on the scale spike. Instead of sitting down and realizing and understanding that this number climbs and falls based on so many different factors. Habt ihr schön zugehört? Für die Leute unter euch, die sich von der Waage verrückt machen lassen, ihr habt es gerade nochmal bestätigt, was ich euch immer sage. Lasst euch nicht von der Waage verrückt machen. Die schwankt von Tag zu Tag immer extrem stark und ist auch abhängig von der Qualität der Waage und so weiter. Ihr seht es ja zum Beispiel hier. Wenn ich auch mal die Körperfettmessung mache, ein Tag 15,6% Körperfett, am nächsten Tag 10,8% Körperfett oder hier die Waage unten 63,1 Kilo, am nächsten Tag 65 Kilo, ne, und dann zwei Tage später wieder bei 63,3 Kilo. So funktioniert das nicht. Entweder man geht täglich auf die Waage und schreibt sich das auf und guckt halt, wie sich das Gewicht entwickelt oder nicht. Guck mal, bei mir geht sogar das Gewicht aktuell wieder so ein bisschen nach oben. Also insgesamt ist mein Gewicht gleich geblieben. Geht leicht wieder nach oben. Muskelaufbau läuft. Bauchumfang ist viel wichtiger, das auch, ja. Schluck mal 20 Tafeln. Scheiß auf Cadmium, ja. Also ich glaube, 20 Tafeln Schokolade über den Tag zu essen, das geht eigentlich noch. Ich habe meine 2000 Kalorien Challenge nur aus Wodka gemacht, ja. Da können wahrscheinlich einige mitreden. Also das, was ich euch jetzt erzählt habe hier mit der Waage, das ist so korrekt. Calories. Battle Legends, super strong team. Play. Yeah.
Es sieht aber jetzt so rein theoretisch, das sieht noch lange nicht so krass aus wie bei dem anderen Typen gerade. Chicken. Obviously, I won't know the exact weight of how much food I'm attempting to consume today. Ist ja schon jedes Mal ein komplettes Suppenhuhn eingefried. Ich schaff so 30 Hot Wings bei KFC. Bei KFC war ich bis jetzt eigentlich, kann mich nicht dran erinnern, dass ich bei KFC mal war. Because the weight includes the bone, which I will not be eating. Alright, so without further ado, I'm... Die Stücke sind halt schon richtig groß, ne? Aber er macht das ja auch noch auf Zeit, oder was? Otherwise, I got ripped off. Yeah, there's lots of crumbs. But I'm not gonna eat those crumbs today. And I think I did a good job cleaning the wings. I mean, there's a lot of bone, obviously. It's not the most clean in the world. But I was on the clock. Ja, komm, 10% hat er aber auch liegen lassen, oder? Aber gut, selbst wenn es dann 11.000 Kalorien sind. Guck dir noch andere Videos. Ich halte von solchen Essensvideos eigentlich überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was daran die Leute so interessiert. Ich verstehe das nicht.